Angst vor Schlauchbootlippen. Wirken aufgespritzte Lippen immer künstlich? Das ist in der Tat ein Problem. Es gibt leider sehr viele künstliche Lippen, die von weitem als aufgespritzt erkennbar sind. Und darin liegt die große Kunst, vor allem in der Analyse, wo muss man das Volumen platzieren. Und hier wird ein häufiger Fehler gemacht, dass die Hyaluronsäure am falschen Ort in der Lippe injiziert wird, nämlich zu weit oben und nicht im Lippenrot. Viele haben Angst, in das Lippenrot direkt einzuspritzen, und viele Behandler füllen auch die Oberlippe überproportional stark im Vergleich zur Unterlippe. Eine natürlich geformte Lippe hat in aller Regel mehr Volumen im Bereich der Unterlippe als in der Oberlippe. Es gibt wenige Ausnahmen wie Angelina Jolie und noch einige andere prominente Damen. In aller Regel gilt es, die natürliche Form der Lippe beizubehalten und die Vorzüge einer Lippe zu akzentuieren, ohne dabei das Gesamtbild zu verändern. So kann man einen sehr natürlichen Effekt, aber doch volle Lippen erreichen. Und ich lege größten Wert darauf, alle meine Patienten wollen, dass es nicht aufgespritzt aussieht, und mir gelingt es auch bei eigentlich allen meinen Patienten.